Einmal herzlich willkommen zu Zwiebeln zur LSV20 Mod-Vorstellung. Ich bin Osman TV. Heute schauen wir uns einen richtig geilen Mod an. Es war schon ein bisschen älter und zwar unter der Kategorie Mähdrescher. Natürlich ist der Link in der Videobeschreibung, ist bei FBM. Es geht und zwar geht es heute um einen Class Terminator 105. Eine schöner, älterer Drescher. Ja genau, 180 Spätzle der Standardausführungsstufen, das Getriebe war das schon, 500 Liter Diesel, 20,8 Spätzle, 6,5 Tonnen, 9,7 Tonnen wiegt er, was 36.500 Euro in der Standardausführung. Wir können hier einiges konfigurieren. Ich fange jetzt mal hier an, Reifenhersteller, Lizard, Mitas. Ja, das war's schon, aber das reicht schon, bei Mitas können wir da nichts ändern. Bei Lizard können wir Standard 2 ändern, ja. Nehmen wir Standard 2. Waren 3 können wir hier auswählen. Nein. Und ja. Also ganz einfach hinten ist natürlich hier wieder frei. Strohhäcksler. Ja. Nein, logischerweise. Röhrenumleuchte. Dach. Variante. Am Dach logischerweise. Dann mal doppelt. Am Dach. Dann mal einmal Dach und einmal hinten halt. Einmal Doppeldach und einmal hinten und dann war es das schon. Hauptfarbe können wir ändern in den verschiedenen grünen Tönen von Glas. Das finde ich echt mehr cool. Eigentlich das gar kein Glasgrün, aber ich finde das echt cool mit den grünen Tönen. Und dann einmal hier gelb. Alles mehr getroffen von Holland, aber gut. Gelbfarbe können wir in weiß und silber ändern. Wie sollt euch gewählt lassen? Das ist sogar so knapp 40.000 Euro. Dazu gibt es natürlich auch ein passendes Schneidwerk, das C510, wie 1,3 Tonnen, 5,1 Meter Arbeitsbreite, 10 Gramm logischerweise, 6.500 Euro, können wir hier natürlich hier auch in den passenden Farben hier ändern. Offen ist so, und natürlich gibt es dazu auch ein passendes Schneidwerk, passenden Schneidwerkswagen, können natürlich die Farben auch wieder ändern hier. Zwerg auf 4 Tonnen wiegt, der kostet 50 Flocken. Brauchen wir mal und hier stellen wir gute. Gut Apparat. Ich hoffe, man hört den Sound. Warte mal. Ein bisschen lauter hier machen. So. Das ist ganz cool dann. Ganz cool dann. Das ist ganz cool. Uwe. Das ist auch schön. Ich weiß, können wir hier anhängen. Sitz passt ein wackerer Luft. Hier können wir natürlich das anschalten, das aufklappen wie der Grundtank. Also vielleicht hört ihr das so knarste, so ein Geknister ist das. Könnt ihr anmachen. Dann bewegt sich hier die Riemenscheibe. Hier innen drin bewegt sich alles. Ist richtig, richtig schön gemacht auf jeden Fall. Trommel hier. Und ja, natürlich können wir auch hier anhängen und dann damit hier aus der Felddüsen. Da seht ihr schon, der Kollege hat den in Gelb gekauft. Und jetzt kann man natürlich hier nochmal schön hier drin gucken. Aha, aha. Okay, hier die ganzen Schnecken hier. Und geht. Also ich finde es ein richtig geiler Drescher. Wie gesagt, Link dazu in der Videobeschreibung. So. Natürlich hier ins Feld fahren und dann hier losdreschen. So, dann schon losdreschen hier mit verbauten Häcksler. Jetzt können wir uns mal den Unterschied anschauen zwischen Häcksler und keinen Häcksler. Hier innen drin schön
Getreide, hier haben wir kein Schauglas, so hier die zwei Gucklöcher, sag ich jetzt mal. Jetzt sind wir hier bei dem Strohablage. Sieht natürlich auch sehr schön aus. Würde mal hier umstellen auf Häcksler. Das natürlich hier nicht so schön geht. Dann fällt es halt einfach nur da unten raus halt. Und ja, ein schöner Drescher hier innen drin. Bewegt es auch hier. Müsste vielleicht Handgas sein. Ist ja vor Zuckerzwiebel. Müsste Gas sein hier ganz rechts. Bremse tut es natürlich auch. Wenn die durch das Rohr rausfahren. Natürlich hier. Und SRG auch abkippen. Sieht auch ganz gut aus. Ein Schrauber. Mit diesem Drescher macht man auf jeden Fall nichts Falsches. Und ja, ich zeige euch jetzt noch mal kurz, wie das aussieht, wenn der Drescher schön voll ist. So. Bis hier oben hin. Könnt ihr hier gucken, sieht man es gerade so in den Gucklöchern da. Und ja, würde sagen, mehr kann man zu dem Drescher nicht sagen. Wir sind nur, Link dazu ist in der Videobeschreibung, das kann man noch sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Däumchen nach. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag und der haut rein. Ciao. Euer. Kurzer Anhang noch: Die Lichter funktionieren natürlich ja auch alle einmal frei. Also, da gibt es auch nichts zum Meckern. Und hier sieht man nochmal den Schmutzeffekt. Und ja, gut. Das war's nochmal von mir. Das natürlich. Und der haut rein.